Als nächster spricht Kollege Caspar, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich möchte mal anfangen mit den Ausführungen der Kollegin Wissler von eben. Sie haben ja gesagt, wir müssen Verkehr vermeiden. Wir müssen sehen, dass es nicht immer mehr Verkehr wird. Wenn Sie das sagen, dann glaube ich, sollten wir uns schon einmal mit der Frage beschäftigen, warum haben wir heute ein verstärktes Verkehrsaufkommen haben. Wir wissen, dass es vor allem Engpässe im Rhein-Main-Gebiet gibt, dass es Engpässe gibt zu Pendlerzeiten. Und warum gibt es diese? Allein in den letzten 10 Jahren wurden in Frankfurt am Main über 100.000 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse geschaffen. Und wenn Sie sagen, wir wollen weniger Verkehr, haben Sie denn ein Problem damit, dass jetzt mehr Menschen in Arbeit sind? Denn das ist doch die Ursache des zusätzlichen Verkehrs. Und ich nenne einen zweiten Punkt. Die Kaufkraft der Bevölkerung hat zugenommen. Darüber können wir auch gern reden. Darüber können wir auch gern reden. Aber jetzt reden wir erst einmal über die Dinge, die Sie hier eben gesagt haben. Also, zweiter Punkt ist, die Bevölkerung hat, und das ist auch sehr erfreulich, in den letzten Jahren endlich mehr Kaufkraft. Das hat damit etwas zu tun, dass es gelungen ist, was lange Zeit nicht der Fall war, dass bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mehr Geld in der Tasche ist, und zwar nach Berechnung der Preissteigerungs- und der Inflationsrate. Auch das hat es in dem Umfang so gut, wie wir das die letzten Jahre hatten, lange Zeit nicht gegeben. Das heißt, die Menschen können über mehr verfügen, und sie kaufen damit auch mehr ein. Und deswegen wird auch mehr an Waren und Gütern transportiert. Also, ich finde, das sind alles positive Effekte. Und damit geht nun einmal einher, dass es mehr Verkehr wird. Wer das stoppen will, das kann man tun. In den Ländern, in denen es wenig Arbeitsplätze gibt und denen es wenig Kaufkraft für die Bevölkerung gibt, gibt es auch wenig Verkehr. Aber genau das ist das, was wir eben nicht wollen. Sie kommen immer wieder mit Konzepten, und man kann Sie immer nur wieder fragen, dass dort, wo Ihre Partei entweder regiert hat oder heute in Thüringen regiert, da gibt es ja eben gerade nicht den Nulltarif für den ÖPNV, von dem Sie uns immer hier erzählen, dass es ja angeblich Ihre Zielsetzung wäre. Da gibt es noch nicht einmal das, was wir in Hessen hier umgesetzt haben, dass nämlich die Schülerinnen und Schüler pro Tag für 1 € sich im ÖPNV in ganz Hessen bewegen können. Wenn Sie wenigstens so etwas einmal zustande bringen würden, dann hätten Sie auch ein Recht, hier so aufzutreten. Aber so nicht, Frau Wissler. Das können Sie ja gerne hier vortragen, damit Sie einmal darstellen können, dass Ihr Ansatz, dass das zu Null geht, eben dort nicht der Fall ist. Im Übrigen ist natürlich jede Stunde, die die Menschen im Stau verbringen, ein Unding. Deswegen arbeiten wir daran, dass sich das auch reduziert, mit sehr unterschiedlichen Programmen. Noch 2001 war es so, dass die Menschen in Hessen 85.000 Stunden im Stau standen. Und es ist uns gelungen, mit einer Vielzahl von Maßnahmen bis zum Jahr 2011, also in 10 Jahren, das auf 15.000 Stunden zu reduzieren. Und insoweit ein unglaublicher Erfolg. Und Sie sehen, dass man mit vielen Maßnahmen das erreichen kann. Was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist allerdings dieser massive positive wirtschaftliche Aufschwung, das enorme Anwachsen an Verkehrsaufkommen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir heute, und wir haben in den letzten Jahren damit ja auch schon massiv begonnen, mehr in die Infrastruktur hineinstecken. Ich erinnere daran, dass wir im Bundesverkehrswegeplan jetzt 12% des Bundesanteils insgesamt erhalten. Es war so, dass wir im früheren Bundesverkehrswegeplan nur etwa 7% erhalten haben. Das heißt, die herausragende Rolle Hessens, und diese 12% sind jetzt 8,2 Milliarden €,
sind ein Ergebnis von sehr harten Verhandlungen, die geführt worden sind, erfolgreich von unserem Ministerpräsidenten Bouffier, aber auch vom Verkehrsminister, der sich hier sehr für eingesetzt hat. Und soweit ist es sehr unfair, nun ausgerechnet diesem Verkehrsminister vorzuwerfen, dass er sich nicht auch für den massiven Ausbau der Infrastruktur im Straßenbereich einsetzt. Ich nenne einen weiteren Bereich, nämlich den Ausbau des Schienenverkehrs. Hier stehen im Bundesverkehrswegeplan für Hessen 12 Milliarden € zur Verfügung, eine Summe, die es auch so noch nie gegeben hat. Und noch in diesem Monat wird z.B. der Spatenstich erfolgen für die Verstärkung für die S-Bahn-Linie 6, also den Ausbau von 2 auf 4 Gleisen, um auch dort die Kapazitäten ausbauen zu können. Sie sehen, das sind nicht nur Zahlen, sondern das wird eben in der Realität auch massiv umgesetzt, und das wird auch erfolgreich umgesetzt. Ich nenne Ihnen noch eine weitere Zahl. Allein im Jahr 2016 wurden in Hessen nur in die Sanierung der Bundesverkehrsstraßen fast 400 Millionen € investiert. Im Jahr 1999 war es so, dass für den gesamten Straßenbau bei den Bundesverkehrswegen noch nicht einmal 200 Millionen € investiert wurden, also eine Verdopplung alleine in diesem Bereich. Und das ist nur auf den Sanierungsteil bezogen. Hinzu kommt noch der Neubauteil. Auch hier kann man sehen, dass die Fakten eben schon andere sind, wie sie hier jetzt vorgetragen worden sind von Ihnen, Herr Schäfer-Gümbel. Sie haben natürlich völlig recht. Es ist ein Unding, dass Menschen im Stau stehen. Aber genau die Dinge, die wir tun, sorgen dafür, dass das in Zukunft nicht mehr der Fall sein wird. Wir arbeiten eben daran, die Situation zu verbessern. Wir wissen, dass es nur möglich ist durch massiven Ausbau der Infrastruktur. Das betrifft die Straßen, das betrifft die Autobahnen und das betrifft die Schiene. Herr Lenders, Sie haben vorhin gesagt, die A3, die einzigen, die sich dafür eingesetzt Kollege hätten. Kollege Caspar, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lenders? Gerne. Vielleicht hilft es ihm. Bitte, Herr Lenders. Wo ist er? Vielen Dank, Herr Kollege. Bevor Sie dann auf die A3 zu sprechen kommen und die regionalen Bundestagsabgeordneten, aber wenn das dann so doll ist, was der Verkehrsminister gemacht hat, können Sie mir vielleicht mal erklären, warum das Land Hessen im letzten Jahr 30 Millionen € Bundesmittel zurückgegeben hat und nicht verbaut hat? Selbstverständlich kann ich Ihnen das erklären. Da der Minister aber gleich anschließend spricht, wird er das wahrscheinlich selbst noch besser können. Also, Sie haben vorhin angesprochen die A3 und so getan, als hätte sich die Politik nicht dafür eingesetzt. Also, ich muss sagen, ich selbst habe viele Gespräche auf Bundesebene in dieser Frage geführt. Ich weiß auch, dass der Minister in dieser Frage Gespräche geführt hat. Das war Gott sei Dank ein Gemeinschaftswerk, und es ist ja auch gelungen, dass auch in den Bundesverkehrswegeplan die Stärkung der A3 hineingekommen ist. Wenn Sie sich aber anschauen, wo kommen momentan die Stauursachen her, und wenn Sie öfters mal auf den Autobahnen unterwegs sind, dann wissen Sie das auch, dann ist es meist, dass die Staus entstehen an den Autobahnkreuzen, weil da der Verkehr nicht kreuzungsfrei ist und es da zu Rückstaus kommt. Deswegen, und auch das hat es noch nicht in der Geschichte in Hessen gegeben, hat diese Regierung auf den Weg gebracht, dass alle Autobahnkreuze im Rhein-Main-Gebiet, und ich betone, alle Autobahnkreuze im Rhein-Main-Gebiet ertüchtigt und ausgebaut werden und damit die Engstellen und die Verursacher der Staus an dieser Stelle beseitigt werden. Meine Damen und Herren, Sie sehen daran, wir haben den Willen, den Stau zu bekämpfen. Wir haben das Programm, den Stau zu bekämpfen. Wir haben das Geld, die Staus zu bekämpfen. Und wir werden die Staus bekämpfen. Das wird ein Erfolg für Hessen sein. Wir sind auf dem guten Weg. Und ich danke der Landesregierung für das unglaubliche Engagement in diesen Fragen. Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Al-Wazir. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Niemand steht gerne im Stau. Ich übrigens auch nicht. Auch mich nervt das. Und ich bin ja viel unterwegs in Hessen und besonders im Rhein-Main-Gebiet. Und auch da erwischt es mich ab und zu. Und natürlich ist völlig klar, Stau nervt. Stau nervt. Stau kostet Zeit. Stau ist auch nicht gut für die Umwelt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber ich muss sagen, am Ende dieser Debatte, nachdem ich gehört habe, was die Oppositionsfraktionen hier vorgetragen haben, muss man vielleicht ein bisschen grundsätzlicher werden. Wenn es den einen einfachen Schalter gäbe, meine sehr verehrten Damen und Herren, den man einfach nur umlegen müsste, damit der Verkehr gerade im Ballungsgebiet und an den großen Autobahnkreuzen wieder läuft, glauben Sie mir, ich hätte ihn längst umgelegt, meine Damen und Herren. Aber die Realität ist eben deutlich vielschichtiger. Also, woher kommen unsere Verkehrsprobleme? Erstens. Es sind immer mehr Menschen, immer mehr Autos und vor allem auch immer mehr LKWs unterwegs. Das hat natürlich Folgen. Und die ganz logische Folge ist, die Straßen werden voller. Es gibt aber noch eine zweite Folge. Die Straßen nutzen sich immer schneller ab. Hunderte Brücken, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind am Bröckeln, weil sie über Jahrzehnte nicht ausreichend saniert wurden. Und ich könnte Ihnen jetzt die Beispiele der Bergshäuserbrücke, der Salzbachtalbrücke oder gerade aktuell einer Brücke an der A45 vor Dillenburg nennen, wo das reale Folgen hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir arbeiten jetzt dem, was da über Jahrzehnte nicht gemacht wurde, entgegen und bauen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und übrigens ist auch das eine Ursache von Stau, aber da komme ich gleich noch drauf. Also, im Ergebnis, die Zahl der Baustellen steigt weiter an. Und sie steigt unter anderem deshalb weiter an, weil der Sanierungsstau nun endlich angegangen wird. Da gibt es mehr Baustellen. Damit steigt natürlich auch die Staugefahr. Und das gilt für Hessen in ganz besonderem Maße, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich sage Ihnen, was die Staubilanz des ADAC angeht. Damit hat der Kollege Schäfer-Gümbel ja angefangen. Wenn man sich das einmal anschaut, da gibt es ja Bundesländervergleiche. Hessens Autobahnen haben mit 25% Belastung über dem Bundesdurchschnitt die höchste Verkehrsbelastung aller Flächenländer. Und Hessen hat laut ADAC zugleich die höchste Baustellendichte aller Flächenländer. In keinem anderen Flächenland gibt es mehr Baustellen pro Autobahnkilometer. Und so paradox es klingt, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Opposition, das ist erst einmal eine gute Nachricht. Wir bauen jetzt an der Infrastruktur. Die Investitionen in hessische Autobahnen und Bundesstraßen werden auch in diesem Jahr wieder ein Rekordniveau erreichen. Und vielleicht ist es genau das, was gerade die FDP so schwer erträgt, dass in jedem Jahr, in dem ich im Amt bin, Herr Kollege Hahn, mehr Geld investiert worden ist als in jedem Jahr, in dem es einen FDP-Verkehrsminister gab. Vielleicht ist genau das, was Sie so schwer ertragen. In jedem Jahr. Und wir steigern dabei insbesondere den Anteil der Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen. Letztes Jahr 382 Millionen €. Alleine die Sanierungsaufwendungen mehr als doppelt so viel wie die Gesamtausgaben von 1999. Und da gibt man mal mehr Geld und mal weniger Geld aus. Und Stichwort Rückgabe. Sie wissen das ja besser. Alleine die Hälfte der Summe aus dem letzten Jahr hat etwas damit zu tun, dass man das Mittelteil der Schiersteiner Brücke wegen Niedrigwasser nicht einschwimmen konnte. Dafür hat man es dann in diesem Jahr gemacht. Und gestern habe ich sie eröffnet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielleicht ist das so eine der Erklärungen dafür, was hier passiert. Wir gehen mit einem klaren Plan an diese Arbeiten. Wir investieren gezielt in die Erhaltung von Brücken und den Ausbau der hochbelasteten Autobahnkreuze. Und natürlich gibt es da ein Problem. Die Arbeiten finden unter laufendem Verkehr statt. Baustellen führen immer auch zu Behinderungen. Und natürlich gibt es auch eine Kehrseite dieser Rekordinvestitionen. Die Staugefahr steigt. Aber ich sage Ihnen an dieser Stelle, Investitionen in Straßennetz ohne Baustellen sind unmöglich. Investitionen
Investitionen in die Infrastruktur bedeuten Baustellen, und die erhöhen die Staugefahr. Laut ADAC haben die erfassten Staus und Staustunden im Jahr 2016 bundesweit um rund 20% zugenommen. Erstens, weil mehr Fahrzeuge unterwegs waren. Zweitens, weil bundesweit die Baustellen ebenfalls zugenommen haben. Natürlich koppeln wir uns davon nicht ab. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, die gute Nachricht ist, trotz höchster Verkehrsdichte aller Flächenländer, trotz höchster Baustellendichte aller Flächenländer liegen wir laut ADAC weder bei Staumeldungen noch bei Staustunden in der Spitzengruppe, sondern nur im Durchschnitt. Ich will mich an dieser Stelle einmal bei Hessen Mobil für das gute Baustellenmanagement bedanken. Und wir steigern den Landesstraßenbauetat. Wir haben 2013 insgesamt Ausgaben gehabt von 128 Millionen €. Und wir werden, wenn dieses Parlament den Landeshaushaltsentwurf der Landesregierung für 18 und 19 beschließt, im Jahre 2018 177 Millionen € und im Jahre 2019 188 Millionen € Landesgeld haben, was in Landesstraßenbau und Planungsmittel führt. Das ist so viel wie noch nie in der Geschichte des Landes Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und auch das machen wir mit einem klaren Plan, weil wir gesagt haben, das sieht man doch jeden Tag an den Autobahnbrücken, das sieht man jeden Tag auch an den Schlaglöchern in den Landesstraßen. Wir müssen erst einmal die Infrastruktur, die wir haben, erhalten, weil wir nicht davon ausgehen können, dass sie von selbst einfach so da bleibt, sondern wir müssen in diesen Bereich investieren. Und deswegen wird der Sanierungsanteil im Landesstraßenbau von 71% im Jahre 2013 auf mehr als 85% im Jahre 2019 steigen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will Ihnen auch etwas zu den Stellen sagen. Wir haben natürlich einen Abbau gehabt in den letzten Jahrzehnten, unbestritten. Aber ich habe diesen Stellenabbau gestoppt. 2015 war das erste Jahr, wo jeder ausgeschiedene Ingenieur im Planungsbereich bei Hessen Mobil wieder 1:1 ersetzt worden ist. 2016 gab es 25 Stellen mehr, 2017 noch einmal 10. Hessen Mobil hat ein eigenes Dezernat für Brückenerhaltung eingerichtet, weil dieses ganze Geld muss eben auch verbaut werden. Und dazu braucht man Baurecht, und das genau müssen am Ende Menschen schaffen. Und genau daran arbeite ich auch. Ich will Ihnen an dieser Stelle auch einmal sagen, viel Geld alleine hilft nicht viel. Jedenfalls dann, übrigens auch mehr Stellen, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, weil wir das Problem haben, dass wir inzwischen die Stellen haben, aber niemanden mehr finden, der sich auf diese Stellen bewirbt. Wir haben die Werbemaßnahmen für Ingenieure verstärkt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir gehen inzwischen europaweit auf die Suche nach Ingenieuren, damit wir das Geld auch verbauen können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist eben am Ende, wenn man in der Verantwortung steht, ein bisschen schwieriger, als man eben einen Antrag zu schreiben, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD. Und wenn ich das Ja, es ist eben ein bisschen schwieriger. Aber Sie haben sich ja entschieden, auf allen Ebenen lieber die Opposition als die Verantwortung zu suchen. Wir sehen das anders, meine sehr verehrten Damen und Herren. So. Und jetzt aber auch klar. Wer glaubt, dass wir auf der Straße alleine das Stauproblem in den Griff bekommen, der irrt. Und deswegen ist es nicht nur andere Rhetorik. Mobiles Hessen 2020 hat die Idee, dass wir die unterschiedlichen Verkehrsträger gerade im Ballungsraum zusammendenken. Und deswegen haben wir auch
bei der Frage des öffentlichen Personennahverkehrs bei Bussen und Bahnen Rekordinvestitionen. Wir haben eine Finanzierungsvereinbarung mit den Verkehrsverbünden abgeschlossen, die dazu geführt haben, dass die Verkehrsverbünde in Hessen, die drei Verkehrsverbünde NVV, RMV und VRN, so viel Geld zur Verfügung haben wie noch nie in ihrer Geschichte, meine sehr verehrten Damen und Herren, jedes Jahr über 20% mehr. Ich will an dieser Stelle sagen, glauben Sie denn, die Tarifsenkung beispielsweise in Frankfurt, dass jetzt erstmals im ganzen RMV-Gebiet die Tageskarte weniger kostet als zwei Einzelfahrscheine ab nächsten Januar? Glauben Sie, das ist vom Himmel gefallen? Glauben Sie, es ist vom Himmel gefallen? Herr Staatsminister, ich erinnere an die Redezeit der Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Die SPD hat gesagt, die Landesregierung soll umfassend Stellung nehmen. Das mache ich. Glauben Sie denn, es ist vom Himmel gefallen, dass der NVV seine beiden höchsten Preisstufen jetzt abschaffen kann? Glauben Sie, das ist vom Himmel gefallen, meine sehr verehrten Damen und Herren? Glauben Sie, das Schülerticket ist einfach so vom Himmel gefallen? Nein, es hat etwas damit zu tun, dass wir die Verkehrsverbünde in die Lage versetzt haben, auch attraktive Angebote zu machen. Und auch das wird seine Wirkung haben. Sehen Sie, wir haben in zwei Wochen Fahrplanwechsel. Ich habe vorgestellt, beispielsweise die neuen Züge auf der Main-Neckar-Bahn und der Riedbahn. Das werden barrierefreie Züge sein, Doppelstockwagen, die 20% mehr Sitzplätze bieten, wenn Bombardier Stück für Stück jetzt die Züge ausliefert. Wir werden vier zusätzliche Triebwagen auf der Odenwaldbahn haben. Das sind alles Bestellungen vom RMV, die jetzt gemacht werden können, weil wir die Mittel zur Verfügung stellen, um das Angebot zu verbessern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich lade Sie erneut ein, bei der ersten Nachtfahrt der S-Bahn im Rhein-Main-Gebiet dabei zu sein. Das wird eine lustige Fahrt, wenn erstmals in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag die S-Bahn im Rhein-Main mein Gebiet auch nachts fahren werden. Ich lade Sie nochmals herzlich ein dazu. An diesem Punkt haben Sie ja völlig recht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es fehlen teilweise schlichtweg die Gleise, auf die man die Bahnen raufsetzen könnte, selbst wenn das Geld da ist, weil der Infrastrukturausbau nicht vorangekommen ist. Und wie dringend nötig die Informationskampagne Frankfurt Rhein-Main Plus ist, hat man teilweise an den Redebeiträgen hier gemerkt. Ich will an dieser Stelle sagen, ich lese die Ihnen jetzt alle vor. Frankfurt Rhein-Main Plus, erstes Projekt, Knoten Frankfurt Stadion, besserer Verkehrsfluss im Bereich der Ein- und Ausfahrten des Frankfurter Hauptbahnhofs durch sechsgleisigen Ausbau, Planung läuft, Baubeginn 2020. Zweitens, Knoten Frankfurt-Homburger Damm. Zusätzliches Gleis, Engpassauflösung durch flexible Steuerung, mehr Pünktlichkeit unter anderem für Nahverkehrszüge aus Richtung Limburg. Baubeginn Mitte dieses Jahres erfolgt, ist im Bau, meine sehr verehrten Damen und Herren. Neubaustrecke Rhein-Main-Rhein-Neckar, besser bekannt als Frankfurt-Mannheim, jahrzehntelanger Stillstand. Wir haben das wieder in Bewegung gebracht. Die Vorplanung für die Wallauer Spange läuft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das wird was. Und die Öffentlichkeitsarbeit für die schwierigen Bereiche zwischen Darmstadt und Mannheim läuft auch. Wir kommen da voran. Ich hoffe, ich habe Sie an meiner Seite bei teilweise schwierigen Diskussionen vor Ort, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ausbaustrecke Hanau-Gelnhausen. Auflösung des Engpasses, Schaffung neuer Kapazitäten durch Entmischung aus Fernnah- und Güterverkehr für mehr Pünktlichkeit. Baubeginn elektronisches Stellwerk Gelnhausen Ende 2019, Baubeginn Vorabmaßnahmen 2020. Da ist vorher 20 Jahre lang drüber geredet worden, aber nichts passiert. Es geht jetzt los. Neubaustrecke Gelnhausen-Fulda, um dann weiterzugehen. Wir wollen dort mehr Schnelligkeit. Was ist denn los? Nee, das ist nicht eine ungeheuerliche Kritik. Ich darf mal in diesem Zusammenhang erinnern, dass in diesen 20 Jahren mehr SPD-Verkehrsminister amtiert haben auf Bundesebene als überall sonst. Ich glaube, an dieser Stelle muss man aufpassen, wenn man mit dem Finger auf andere zeigt, dass vielleicht auch Finger auf einen selbst zurückzeigen könnten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich mache weiter.
Neubaustrecke Gelnhausen-Fulda. Wir wissen, da ist die Suche nach den Trassenvarianten unterwegs. Wir werden Anfang nächsten Jahres einen Vorschlag haben, nachdem 7 verschiedene Varianten untersucht wurden. Und auch da geht es voran. Ich hoffe, ich habe Sie alle an meiner Seite, wenn es um die Frage geht, dass man im Kinzigtal jetzt eine Schnellfahrstrecke einrichten kann, die am Ende mit dem größten Engpass, den es im bundesdeutschen Fernverkehrsnetz der Bahn gibt, beseitigt. Ich hoffe, ich habe Sie da an meiner Seite, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die Diskussion manchmal schwierig wird. Ausbaustrecke Fulda-Gerstungen, auch teilweise umstritten. Grundlagenermittlung läuft. Start der Öffentlichkeitsbeteiligung nächstes Jahr. Die ganzen Maßnahmen von S-Bahn Plus im Rhein-Main-Gebiet passieren. Wir haben teilweise schon, das sind kleine Maßnahmen, aber die führen am Ende dazu, dass das System insgesamt stabiler wird und wir diese ewigen Verspätungen reduzieren können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da gab es schon die ersten Inbetriebnahmen. Wir haben die S6 Frankfurt-West-Friedberg, ein Projekt, über das geredet wird, solange ich mich erinnern kann. Für den ersten Abschnitt Frankfurt-West nach Bad Vilbel, Spatenstich im nächsten Monat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es geht jetzt voran. Es geht jetzt voran. Ich hoffe, ich habe Sie da auch an meiner Seite, wenn die Diskussion da teilweise schwierig wird. Manchmal habe ich so bei manchen Äußerungen von manchen Fraktionen meine Zweifel daran. Ich hoffe, ich habe Sie an meiner Seite, wenn es um den Infrastrukturausbau geht, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Und es geht dann weiter, weil hinter Bad Vilbel soll es ebenfalls ein drittes und viertes Gleis geben in Richtung Friedberg. Planfeststellung läuft. Ziel des Ganzen ist, die S6 im 15-Minuten-Takt fahren zu können, schneller und ebenfalls alle Stationen an dieser Strecke barrierefrei zu machen, attraktiver zu machen und in Frankfurt-Ginnheim eine neue Station zu bauen. Ich hoffe, ich habe Sie an meiner Seite. Regionaltangente West. Regionaltangente West, meine sehr verehrten Damen und Herren, 30 Jahre Diskussion. Der erste Abschnitt Nord ist im Oktober in die Planfeststellung gegangen. Die beiden anderen Abschnitte folgen. Ich glaube, wir haben da eine große Chance, sozusagen den S-Bahn-Ring um Frankfurt, den es bisher nicht gibt, jedenfalls wenigstens einmal im Halbkreis zu machen. Und natürlich muss man dann weiterdenken. Aber das heißt nicht, dass man die konkreten Schritte jetzt nicht machen muss. Ich hoffe, ich habe Sie an meiner Seite. Nordmainische S-Bahn, ein Projekt, über das geredet wird, solange sich alle hier erinnern können, in der Planfeststellung. Die Vorabmaßnahmen, Stichwort Bahnübergänge, sollen Ende 2019 beginnen. Es passiert jetzt endlich was, meine sehr verehrten Damen und Herren. S-Bahn-Station Gateway Gardens im Bau, und das elektronische Stellwerk der Tunnelstammstrecke Frankfurt ist nächstes Jahr dann auch fertig. Ich habe Ihnen das so vorgetragen, lieber Kollege Schäfer-Gümbel, weil die SPD hier beantragt in Punkt 3, die Landesregierung wird aufgefordert, umfänglich darzulegen, wie sie den ÖPNV und insbesondere den Schienenpersonennahverkehr ausbauen will. Das habe ich gerade getan. Sie könnten Ihren Antrag jetzt eigentlich zurückziehen. Und deswegen noch einmal. Ich bin überzeugt davon, dass der Erhalt der Straßeninfrastruktur, gerade wenn wir uns die Betonbrücken der 50er, 60er und 70er Jahre ansehen, eine der großen Aufgaben der nächsten Jahre und Jahrzehnte ist. Da ist in den vergangenen Jahrzehnten zu wenig passiert. Ich bin überzeugt davon, dass wir die Schieneninfrastruktur im Ballungsraum ausbauen müssen, weil nur auf der Straße werden wir das Problem auf der Straße nicht lösen können. Ein wachsender Ballungsraum kann nur funktionieren, wenn wir auch attraktive Schienenverbindungen haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich bin drittens der Überzeugung, dass das noch viel Arbeit sein wird. Aber Sie sehen manchmal, Anstrengung lohnt sich, und es geht in Hessen voran, und das ist auch gut so. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Lenders für die FDP-Fraktion. Ja.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Rechtfertigungsdruck bei Herrn Al-Wazir muss ja sehr groß sein. Also das, was wir hier gerade gehört haben, eine deutliche Überziehung der Redezeit, die eigentlich für die Fraktionen vorgesehen ist. Meine Damen und Herren, der wollte dann sehr grundsätzlich werden. Am Ende haben wir etwas gehört, wo er dann sich doch eher im Kleinen-Kleinen dann verloren hat. Und wirklich, ich glaube, jedes einzelne Projekt, was es in Hessen gibt, hier vorgetragen hat. Meine Damen und Herren, Herr Staatsminister, Sie haben jetzt so oft etwas davon gesagt. Herr Wagner, Herr Wagner, Herr Wagner, Sie können gerne mit mir rausgehen, dann können wir das im Dialog weitermachen. Herr Wagner, der Staatsminister hat jetzt so oft davon gesagt, dass er uns gerne an seiner Seite hätte, wenn es einmal schwierig wird. Da kann ich Ihnen sagen, ja, dann haben Sie uns an der Seite, wenn dann die GRÜNEN vor Ort mal wieder auf den Barrikaden sind und Infrastrukturprojekte versuchen zu verhindern. Da haben Sie uns gerne an der Seite, wenn es damit darum geht, dass das weitergeht, meine Damen und Herren. Und Herr Staatsminister, was Sie jetzt hier nicht gesagt haben, Sie haben Hessen Mobil ja so gelobt, dann fragt man sich aber im Abbaufahrt, also wenn man sich den Personalplan in Gänze anschaut, bauen Sie immer noch 40 Stellen ab. Meine Damen und Herren, von Stellenabbau Stopp kann ich hier nichts sehen. Also wenn das so von Bedeutung ist, hätte ich von Ihnen auch mal etwas erwartet, Herr Al-Wazir. Wie soll es denn weitergehen mit Hessen Mobil? Sie haben jetzt hier vieles dazu gesagt, aber wie es mit Hessen Mobil in Zukunft weitergehen soll, wenn wir eine Bundesfernstraßengesellschaft haben, wenn sozusagen der Wettbewerb für die Ingenieure da ist, ob sie besser zur Bundesgesellschaft gehen oder in Hessen bleiben, meine Damen und Herren, da haben Sie jetzt aber überhaupt mal gerade gar nichts zugesagt. Da bin ich mal gespannt, welche Antworten Sie uns darauf geben werden. Das liegt in Ihrem Verantwortungsbereich. Und wenn Sie das immer wieder versuchen, hier nach dem Motto, das sind ja alle, das waren sozialdemokratische Verkehrsminister, das waren FDP-Minister, alle sind schuld. Ja, ich weiß, nach der CDU am Ende war es auch immer wieder die FDP schuld. Das kennen wir auch schon. Meine Damen und Herren, ich bin der SPD sehr dankbar, dass Sie das zum Setzpunkt gemacht haben, weil eins hat Al-Wazir heute klar gemacht. Es wird mit den Baustellen und seiner Idee Sanierung vor Neubau noch schlimmer werden. Das heißt, meine Damen und Herren, nichts anderes, als dass neben Geschwindigkeitsbegrenzungen, die man eigentlich nicht mit vernünftigem Menschenverstand irgendwo nachvollziehen kann, auch noch die Baustellensituation sich auf den hessischen Autobahnen verschärfen wird, weil er einen Paradigmenwechsel eingeführt hat. Meine Damen und Herren, von Baustellenmanagement habe ich bei Ihnen überhaupt nichts gehört. Baustellenmanagement. Ich weiß, es ist bei Ihnen sehr beliebt. Staufreies Hessen, Projekt von Roland Koch. Ich weiß, das ist ja bei Ihnen ein saubeliebtes. Ne? Stau ist nur hinten doof, vorne geht's. Meine Damen und Herren, das Projekt Staufreies Hessen hat dazu geführt, dass die anlasslosen Staus in Hessen über Jahre hinweg um 90% die Stauzeiten reduziert wurden. Um 90%. Das, was übrig geblieben sind, sind die Staus, die durch Unfälle verursacht worden sind. Meine Damen und Herren, unter einem Verkehrsminister Dieter Posch ist die verkehrsaufkommenabhängige Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt worden. Dort haben wir die Seitenstreifenfreigabe hinbekommen. Meine Damen und Herren, so kann man intelligent, modern, mit Unterstützung der Digitalisierung Verkehrspolitik machen, die Menschen am Ende weniger im Stau stehen lässt. Oder man kann es machen wie Ihr Verkehrsminister Al-Wazir, der am Ende die Hessen in den Stau fahren lässt. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes hat das Wort Kollege Schäfer-Gümbel, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich habe mich noch einmal gemeldet, um ein paar Bemerkungen zu den inhaltlichen Ausführungen des Ministers zu machen und am Ende noch eine eher persönliche. Ich will zunächst zu den inhaltlichen Fragen sagen. Der Minister hat hier ausgeführt, dass es eine Reihe von Schaltstellen gäbe, die man umschalten müsste, die sich aber nicht so einfach umschalten lassen, um am Ende weiterzukommen. Das ist völlig unstrittig, da habe ich auch überhaupt nichts zu gesagt. Im Gegenteil, wir haben an vielen Stellen in den letzten Jahren immer auch versucht, gemeinsam zu arbeiten. Ich finde es dann immer ein bisschen absurd, wenn wir uns wechselseitig erklären, Herr Caspar,
dass wir unseren Job gemacht haben, weil wir Gespräche geführt haben. Ich gehe davon aus, dass wir alle dafür bezahlt werden, Gespräche zu führen, unter anderem um die Interessen des Bundeslandes zu vertreten. Das gilt auch für die Regierungsmitglieder. Es gehört zu den Selbstverständlichkeiten unserer Arbeitsplatzbeschreibung. Was die Frage der Stellschrauben angeht oder der Schalter, will ich dann doch zu drei Punkten etwas sagen. Erstens beim Thema Planungsbeschleunigung. Ich sehe keine Initiativen des Landes, beim Thema Planungs- und Baubeschleunigung voranzukommen. Wir haben gestern beim Thema Bauordnung ein bisschen was gemacht. Ja. Ob das am Ende das Thema bezahlbares Wohnen wirklich löst, da bin ich sehr skeptisch. Weil ich glaube, es wird von anderen Faktoren abhängen. Aber das Thema Planungs- und Baubeschleunigung ist eines, das sich nicht einfach lösen lässt. Aber ich biete Ihnen an, ausdrücklich hier gemeinsame Initiativen zu starten. Zweiter Punkt. Bei der Frage des Personals, und das ist eben schon angesprochen worden, ist es mitnichten so, dass der Abbaupfad bei Hessenmobil zurückgenommen wurde. Ich habe die Zahlen genannt. Wir haben 40% Personalabbau über die letzten Jahre. Das habe ich Ihnen gar nicht persönlich vorgeworfen. Ich habe nur gesagt, da gibt es ein Problem, mit dem man umgehen muss. Warum Sie sozusagen in jedes Stöckchen beißen, das sich eigentlich insbesondere an den Teil richtet, die nämlich seit 18 Jahren Verantwortung dafür haben, das bleibt Ihr eigenes Geheimnis. Ich werde vielleicht eine Auflösung am Ende bieten. Dritter Punkt. Auch das, was Sie gerade beschrieben haben, ich freue mich, natürlich werden wir unseren Antrag nicht zurückziehen, weil noch bestimmen Sie nicht die Regeln, dass die Frage des Ausbaus oder des Zuzugs im Gebiet Frankfurt-Rhein-Main, Sozialstadtforschung geht davon aus, etwa 100.000 Neubürger in Frankfurt bis 2030, das ist in 12 Jahren, 250.000 Neubürger im gesamten Gebiet Rhein-Main, Bensheim bis Gießen, Mainz bis Aschaffenburg, wie das jenseits Ihrer Projekte alleine gehen soll, weiß ich nicht. Ich glaube, dass wir erhebliche Anstrengungen haben. Und ich glaube auch nicht, dass Sie um den Straßenneubau drumherum kommen werden. Ich glaube, dass es am Ende eine vernünftige Lösung geben muss über alle Verkehrsträger, von der Schiene über das Auto, über den Bus bis zum Fahrrad bis zum Fußgänger. Und in der Tat, da haben alle Seiten noch ziemlich viel zu lernen. Dass das alles schwierig ist und langsam geht, keine Frage, akzeptiert. Aber ich will es wenigstens einmal noch gesagt haben, einschließlich der letzten Bemerkung zum Thema Baustellenmanagement. Sie haben selber wahrscheinlich zur Kenntnis genommen, wie viele schwere Lkw-Unfälle wir in den letzten Jahren hatten. Warum starten wir nicht gemeinsam eine Initiative, dass die Möglichkeiten, die es heute gibt, dass nämlich diese Abstandssysteme in Lkw abschaltbar sind, eine gemeinsame Initiative zu starten, dass das untersagt wird, dass das nicht mehr möglich ist, dass das nicht mehr optional ist, weil wir damit eine Vielzahl von schwersten Verkehrsunfällen verhindern könnten und möglicherweise den Verkehr beschleunigen können, flüssiger machen können, wenngleich die Abstände größer werden. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Themen, an denen wir arbeiten können. Zum Thema Personal habe ich einiges gesagt. Sie nehmen den Abbaupfad ausdrücklich nicht zurück. Da nützt es auch nichts, wenn Sie Hessenmobil loben, weil Hessenmobil macht eine gute Arbeit, aber Sie leiden natürlich unter dem Personalabbau der letzten Jahre. Dritte Bemerkung, Investition. Sie bleiben mit dem, was Sie an Zubau und an Zumaßnahmen machen, unter dem Verschleiß. Das ist so, und zwar seit vielen Jahren. Sie weigern sich gleichzeitig, da wo Kommunen erklären, sie gehen in die Vorfinanzierung der Planung, um ihnen das Problem des Planungsstaus abzunehmen, weigern Sie sich explizit, diese Vorfinanzierung zu akzeptieren. Deswegen ist das schon ein Problem, wo Sie sich noch einmal zu verhalten müssen, wie Sie dort auch den Engpass in den Planungsbereich beenden wollen. Damit will ich zum letzten Punkt kommen. Ihre Einladung zu PR-Terminen nehme ich zur Kenntnis. Die sind ungefähr so ernst gemeint wie Ihre Einladung im letzten Jahr, gemeinsam an einer Lärmobergrenze zu arbeiten. Auf die Einladung warte ich bis heute. Bis heute warte ich auf die Einladung. Hat mich nie erreicht. Ja, ja, aber er hatte angekündigt, dass wir darüber reden. Ich warte auf die Einladung seit über einem Jahr. Jetzt ist das Ding fertig. Ich spare mir jetzt jede Bemerkung, einschließlich der Frage, warum wir eigentlich diese historischen Ereignisse nicht im Landtag feiern, weil Sie ansonsten ja alles feiern. Aber gut. Aber eins will ich dann in der Tat in wenigen Sätzen Ihnen nicht ersparen am Ende. Ihr Auftritt hat mich an Teilen dann doch eher an die Trotzkind-Phase meiner Kinder erinnert. Ich will das wirklich. Kollege Schäfer-Gümbel, Sie müssen einfach zum Schluss kommen. Man sieht sich immer zweimal, Kollege Al-Wazir.
Und vielleicht ist das ein Teil. Man sieht, vielleicht ist das ein Teil des Problems, was wir derzeit auf der Bundesebene haben, dass die Art und Weise des Umgangs miteinander Teil der Verhärtungen ist, die wir erleben. Das ist nicht gut. Und das sagt auch die SPD. Das sagt auch die SPD, weil ich hier mehrfach schon etwas dazu gesagt habe. Aber auch das, lieber Kollege Wagner, ist keine Einbahnstraße. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Debatte zu Tagesordnungspunkt 55 und 75 abgeschlossen. Ich gehe davon aus, dass der Tagesordnungspunkt 75 auch in den Ausschuss soll, oder soll er abgestimmt werden? Gut. Dann werden der 5405 und der 5442 in den WVA überwiesen.